Wie wir sehen werden, ist Sprache zwar immer noch ein faszinierendes System und es bleibt immer noch unheimlich schwierig, am Computer Sprache zu modellieren, so wie wir Menschen es können, und ich werde erklären, warum. Aber auf der anderen Seite haben viele Ansätze in der Computerlinguistik, die sehr detailliert sich Mühe gegeben haben, die Sprache zu verstehen, am Ende des Tages nicht dieselbe Performance aufgebracht wie Systeme, die man einfach nur mit der brutalen Gewalt von Terabytes von Daten trainiert hat. Und warum das so ist, schauen wir uns dann ganz im Detail an.